Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf einer konventionellen Drehmaschine Längen auf Serie abstechen könnt. Das ist nicht schwierig, da müssen ein paar Sachen beachten und dann kann man diese Arbeiten sehr zügig erledigen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Anschauen. Zum Drehspitze einbauen, dann Material durchs Futter durchschieben. Damit die Stange in der Spindel nicht so hin und her flackert, habe ich hier so einen Stopfen gedreht und das macht das Arbeiten einfach sicherer und stabiler. Jetzt stelle ich die abzustechende Länge ein. Das mache ich mit einem Tiefenmaß. In diesem Beispiel nehme ich jetzt 6 cm. Das heißt, ich lasse es jetzt einfach hier anliegen, drehe es hin, dann lasse ich es am Werkstück halt anliegen. Solange ich kurbel. Jetzt klemme ich den Werkzeugschlitten. Beim Oberschlitten gibt es noch Folgendes zu beachten. Das Handrad, das sollte in dieser Stellung sein, also über den Totpunkt, damit es sich das Maß nicht mehr verstellt. Jetzt stelle ich mir den Anschlag ein. Dazu brauche ich meinen Reitstock und meine Zentrierspitze. Und hier auch wieder das Handrad über den Totpunkt stellen und beides klemmen. Einfach nur aufmachen, nach vorne ziehen, klemmen und schon kann das nächste abgestochen werden. Jetzt kann der Zapfen ganz einfach weggedreht werden. Jetzt kontrollieren wir das Maß. Ihr seht, es sind ziemlich gut dabei. Schon fällt sie runter. Da fehlt es um ein paar Zehntel. Jetzt sind wir am Ende von unserem Video. Ich hoffe, ich konnte euch was beibringen. Und ihr habt gesehen, das ist nicht schwierig. Und ihr seht ja das Ergebnis. Sind sehr gleichmäßig, geht ziemlich zügig. Und dann kann man das sehr schnell erledigen. Ja, wie immer an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Einschalten. Würde mich sehr über Kommentare freuen. Lasst mir noch ein bisschen Feedback da. Was hat euch gefallen? Was kann man besser machen? Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Pfiat euch.